Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Willkommen zum Tutorial Trading, der Handel. Dieses Tutorial soll sich an Leute wenden, die noch neu bei Elite Dangerous sind, die hier frisch eingestiegen sind, und denen will ich auf ein paar Punkte zeigen, wo es oder wie ihr einen Handel betreiben könnt. Gleich mal vorweg muss man sagen, am Anfang wird man mit dem Handel nicht sonderlich reich. Andererseits kann man so relativ einfach doch ein paar Credits machen. Es gibt verschiedene Wege zu schauen, was man wo handeln kann. Ich zeige euch einfach mal ein paar und ihr müsst dann für euch entscheiden, je nachdem welchen Spielstil ihr habt, was ihr so als Commander vorhabt, welche Art und Weise für euch die vernünftigste ist. Prinzipiell geht es darum, importieren und exportieren. Also es gibt Raumstationen, die importieren Sachen, und es gibt Raumstationen, die exportieren Sachen. Und natürlich bringt es kann man nur etwas irgendwo verkaufen, die das auch brauchen. Ja? Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten zu schauen, wer was braucht, wer was hergibt, wer was verkauft. Also das Erste hier, wir sind hier auf einer Raumstation, auf dem Relic Orbital. Und da gehen wir hier bei den Starboard Services rein. So, da schauen wir mal rein. Und dann erscheint auf der linken Seite das Menü. Und da wählen wir hier unten Commodities Market. Und da haben wir auch schon die erste Übersicht. Wir haben die erste Übersicht. Es gibt hier verschiedene Gruppen: Chemikalien, Kunst, Consumer Items, Food und so weiter. Dann habt ihr die Spalte Sell and Buy. Sell. Da das Geld bekommt ihr, wenn ihr es verkauft. Und Buy, das müsst ihr bezahlen, wenn ihr etwas kaufen wollt. Ja, also ihr seht hier, die Liste ist zwar immer komplett da, aber es gibt nur ein paar Dinge, die man hier kaufen kann. Also hier zum Beispiel sehen wir das Explosives, Hydrogen Fuel. Unten die Food Cartridges, die kann man kaufen, was überall bei der Preis drinnen steht, das kann man hier kaufen. Ganz hinten der Punkt Galactic Average, das ist ganz wichtig. Das ist der Durchschnittspreis, den man hier in der Galaxie bekommen kann. Dann könnt ihr das natürlich auch noch entsprechend je nach System, was in der Umgebung ist, dann auch noch filtern. Einfach zum Schauen, wo es was bringt. Zum Beispiel hier bei Juwei. So gut, die kaufen noch gar nichts von den Krempel. Auch hier wird was importiert. Imported from, also von hier wird das importiert. Da könnt ihr diese Filter aktivieren. So, sagen wir hier die Preise, aber die Average ist ganz wichtig, dass man eben sieht, bringt das überhaupt so. Also wenn ich hier um 223 Credits jetzt kaufe, die Explosives, der Durchschnittspreis sind 378, also ich kann schon mal davon ausgehen, dass ich da ein bisschen Kohle mache mit dem Zeug. Ja. Wichtig ist natürlich jetzt, was kaufe ich und wo bringe ich es hin? Naja, die Frage ist immer, was habe ich vor, wo will ich hinfahren? Und wie ich es am Anfang erwähnt habe, man macht nicht so viel Kohle hier mit dem Handeln am Anfang. Allerdings, wenn ich jetzt sowieso irgendwo hinfliege, dann nehme ich immer irgendwas mit, irgendeinen Krempel, den ich dann dort verkaufen kann, dass ich zumindest meine Treibstoffkosten erinnern habe. Ja, so, und das natürlich, desto öfter ihr handelt, desto öfter ihr was kauft und verkauft und desto höher ihr in den Rang steigt, desto interessanter werden auch die Geschäfte. Also da ist schon nicht so schlecht, da ein bisschen nebenbei was zu machen. Und es geht ja sowieso mit, ja. Also ist die Frage, wohin bringen wir das Zeug? Ihr seht es hier bei den Explosives, wenn man das rechts rüber schaut, da in den genauen Detailbereich, dann seht ihr unten Exported to. Ja, und da sehe ich, wohin das Zeug verkauft werden kann. Und das sind die Systeme, die da hier relativ in der Umgebung sind. Ja. Das heißt, wenn ihr sagt, er fliegt sowieso dann noch LHS 3384, dann nehmt ihr das halt einfach mit. Ihr könnt euch sicher sein, das könnt ihr dort verkaufen. Schauen wir ein bisschen weiter. Also hier zum Beispiel, was ist da, ist nichts. Da sieht man zum Beispiel dieses Algae, das wird hier importiert. Ja? Importiert von Gliakarma. Also wenn es in die Richtung fliegt zum Beispiel, dann könnt ihr das dort gleich kaufen und dann daher bringen. Da könnt ihr dafür Kohle machen. Das ist auch interessant, ihr könnt euch schauen, zum Beispiel hier würde man jetzt 136 Credits dafür bekommen. Die Frage ist, was bekomme ich woanders, wo ich gerade bin, was ist da für Statistik drinnen? Da kann man einfach mal schauen, dass man das Ganze ein bisschen vergleicht und ein bisschen ja, Übersicht hat von den Preisen. So, jetzt zum Beispiel hier die Food Cartridges, die werden exportiert in diesen ganzen Systemen, die ihr jetzt rechts seht, also ganz viele. Und so könnt ihr einfach durchschauen, wo es was bringt. Hier zum Beispiel, das ist wirklich was Teures, aber ihr müsst immer die Summe sehen. Ja? Die Frage ist nicht, was kostet das Zeug, sondern die Frage ist, um wie viel bekommt ihr mehr? Aber hier zum Beispiel 6.756 müsst ihr es kaufen. Verkaufen könnt ihr es vielleicht so um die 7.000 Euro. Das heißt, 7.000 Credits natürlich. Das heißt, ihr macht da ja, pro Ding so 300 Credits Gewinn. Ja. Also die Frage, wie groß euer Schiff ist, wie viel
Platz, das ich habe, wenn ich hier ein irgendein großes Schiff habe, irgendeinen Transporter, da macht es natürlich mehr Sinn. Aber wie gesagt, ich habe gesprochen von Anfängern, die hier frisch dabei sind. Also, das ist eben die Sache, ihr müsst jetzt schauen, wo das Zeug hin exportiert wird. Die zweite Möglichkeit zu schauen ist, wer was wo kauft, ist, ihr geht in die Galaxy Map, also mit Y und Steuerkreuz links ist es bei mir her. Da seht ihr die ganze Galaxie. Und dann schaut einfach mal an. Muss ein bisschen laden. Hier diese ganzen Sachen, was ihr seht, diese schönen bunten Striche. Diese schönen bunten Striche, die sagen auch was über den Handel aus. Das sind nämlich die Trading Routes, also die Handelsrouten. Prinzipiell muss man sehen, die Farben haben unterschiedliche Bedeutung. Also die Farbe bedeutet, welche Art der Ware hier gehandelt wird. Und ganz wichtig ist zu sehen, die Striche, in welche Richtung sie sich bewegen. Also hier von LTT7448 gehen alle Striche weg und bewegen sich hierher. Das heißt, LTT7448 exportiert alles da hinüber. Jetzt könnte man sich fragen, was wird exportiert? Und das kann man sich auch anschauen. Also ich klicke jetzt mal da drauf. Beziehungsweise fahre einfach mal darüber. Selektiere das einmal, einfach, dass ich weiß, wo ich bin. Dann schalte ich hier rechts um, also ich gehe in das linke Menü und switche hier auf diese View und habe hier die Map. Und hier unten sehe ich jetzt Show Trade Routes, das ist aktiviert. Und jetzt kann ich mal sagen, okay, pass auf, ich suche mal meine Farbe aus, was interessiert mich. Und das ist natürlich auch interessant, je dicker der Strich ist, desto mehr wird von dieser Ware exportiert. Also hier sehen wir das Orange, das ist recht dick, das ist glaube ich Metall, genau, wenn ich es wegschalte, ist es gleich weg. Dann lasse ich Metall ist aktivieren und drehe mal alles andere ab. So, und dann gehe ich wieder auf Metall und drücke mit dem Steuerkreuz nach rechts und mache die ganzen Unterkategorien auf und kann zum Beispiel schauen, was genau wird exportiert vom Metall. Aber wie es ausschaut, wird fast alles exportiert, wenn ich, egal was ich aufschalte, der Strich kommt immer wieder. Also so kann ich sagen, okay, so ziemlich jedes Metall, wenn ich ganz genau will, dann klicke ich wirklich jedes einzelne durch. Also zum Beispiel Platinum wird ja nicht exportiert. Aber sonst alles. Bei allen anderen ist es aufgegangen. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch alles aufschalten, bis auf Platinum. Dann weiß ich, diese Sachen werden alle exportiert. So, dann kann ich jetzt dieses Zeug einkaufen und kann getrost dann in dieses System rüberfliegen und es dort verscheppern. Ja, das geht auf jeden Fall. Das ist eben, wie gesagt, eine weitere Variante zu schauen, was wohin exportiert wird. Was man schauen muss, wo man ein bisschen aufpassen muss, in manche Galaxien ist zum Beispiel irgendwas verboten. Da gibt es einfach die illegalen Güter. Die könnt ihr zwar auch mitnehmen, ja, das könnt ihr schon machen. Allerdings, wenn ihr dann gescannt werdet von der Überwachung, ja, von den Schiffen der dortigen Security, dann kann es sein, dass ihr eine Strafe hagelt und ihr Strafe zahlen müsst, weil sie euch entdeckt haben, dass ihr illegale Güter habt. Und wenn ihr was habt, was zum Beispiel jetzt im normalen Markt nicht verkauft werden kann, weil es illegal ist, dann müsst ihr euch einen Schwarzmarkt suchen. Das machen wir jetzt mal, schauen uns das mal hier an. Ich gehe mal hier in diese Systemmap rein und dann zeige ich euch gleich die dritte Möglichkeit, wie ihr schauen könnt, was wo importiert und exportiert wird. So, wir schauen jetzt in diese Galaxy Map und dann schauen wir hier bei den ganzen einzelnen Stationen, ob wir hier einen Black Market finden, der Schwarzmarkt. Da müsst ihr links schauen, links schaut bei Facilities, da seht ihr Commodities, Refuel und Repair gibt es da. Aber wir suchen auch einen Schwarzmarkt. Da haben wir Facilities, haben wir ganz unten Black Market. Und dort könnt ihr diese illegalen Güter zumeist einen guten Preis verkaufen. Das ist zum Beispiel, wenn ihr Wanted-Schiffe als gejagte Piraten abschießt und die lassen dann vielleicht irgendwas zurückfallen, Kaffee, Tabak oder was auch immer. Und ihr sammelt es mit eurem Cargo Scoop auf, sind es meistens oder sehr oft auch illegale Artikel, die seht ihr übrigens auch links. Prohibited steht da, Toxic Waste zum Beispiel ist verboten hier auf dieser Station. Und wenn ihr das mithabt und geht auf den Schwarzmarkt, könnte es sein, dass ihr dort ordentlich Kohle dafür bekommt. Also da müsst ihr einfach ein bisschen schauen, eben wenn ihr auch von Piraten was mitgenommen habt. Also hier seht ihr den Schwarzmarkt, aber auch die andere Sache, ihr seht, wenn ihr links schaut bei Trade Data, gibt es den Punkt Imports, also das sind dann die Sachen, die importiert werden, Bauxit, Leather und Microbial Furnaces und Exports, Copper, Titanium, Lithium. Das heißt, wenn ihr jetzt vorhabt, dorthin zu fliegen, dann könnt ihr eben die Sachen, die auf Imports stehen, einkaufen und dorthin bringen und könnt gleich zugleich schauen, was wird von dort exportiert und könnt vielleicht die Route gleich so planen, dass ihr sagt, ah, Moment,
Dann nehme ich gleich von dort dann was mit und fliege dann weiter irgendwo hin. Oder ich fliege einfach wieder zurück von da, wo ich herkomme, weil die vielleicht eh genau das brauchen, was dort eben exportiert wird. Also da muss man ein bisschen schauen am Anfang, ob sich ein bisschen durchprobieren, aber im Großen und Ganzen wird hier eh alles erklärt. Man muss halt nur wirklich ein Auge darauf haben, was und wo und wie es was gibt. So, switch mal zurück. Ich schalte mir hier wieder Show All ein und da sieht man hier schön die Trading Routes. Übrigens, die Trading Routes werden euch nur angezeigt in Systemen, wo ihr schon mal gewesen seid. Ja, es gibt schon eine Möglichkeit, die Trading Routes auch zu kaufen. Es gibt es dann überall. Da gibt es hier rechts zum Beispiel Purchase Trade Data. Dann sollte ich die Daten vielleicht nochmal bekommen oder nicht. So, jetzt habe ich es da zum Beispiel gekauft. Jetzt sehe ich hier, welche Trading Routes das es hier gibt. Also das könnte dann für 100 Credits von jedem System ausmachen, aber wenn ihr noch nie dort gewesen seid, zum Beispiel hier, probiere ich es auch nochmal. Ah, hier gibt es zum Beispiel keine. Es gibt es überall. So, hier gibt es auch nichts. Keine Trading Routes, was haben wir da? Gibt es auch nichts. Ja, dann habt ihr noch gern, wenn ihr nichts geben wollt, dann wollt ihr es nicht. Ihr könnt in die System-Map hineinschauen, nur wenn ich noch nie da gewesen bin. Wenn es keine Daten gibt, dann werde ich nicht viel sehen wahrscheinlich. Schauen wir mal, vielleicht tut sich doch was aus. Assessing System Data. Ah, doch, da sehe ich schon was. Und hier mit Import-Export sollte ich jetzt auch sehen, was es hier gibt. Genauso ist es. Ja, das wäre also mal der erste Einblick in die Geschichte des Handels und des Lieferns und so weiter. Also ein paar einfache Credits könnt ihr so machen. Reich werden wird am Anfang nicht möglich sein, aber wie eben schon erwähnt, wenn ihr schon mal hinfliegt, dann nehmt ein bisschen was mit und verkauft es dort. Dann habt ihr wenigstens eure Treibstoffkosten abgedeckt. Somit sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback, Kommentare habt, bitte her damit. Freue mich immer wieder, wenn ich von euch was höre oder vielleicht Ideen, Tipps und Tricks bekomme, was ich euch zeigen kann. Oder ihr zeigt mir sogar was, was ich dann vielleicht für die andere Community entsprechend in einem Video aufbereiten kann. So, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß im Weltraum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Euer Bitwalker.